So, und damit gehe ich jetzt in die Welt. Weiß ich nicht. Was kann man denn jetzt machen? So, Level 4, da mache ich nicht. Gute Frage, was kann man jetzt machen? Nee, das mache ich auch. Moment. Zeit ist eigentlich noch. Ja, komm, wir machen die Hotelwelt. Ja, und vielleicht gemerkt, dass ich mich ein bisschen gedrückt habe, die jetzt zu machen. Obwohl sie eigentlich die eine der geilsten Welten ist. Hat einen ganz bestimmten Grund. Das erste Level ist übel. Und zwar richtig übel. Magische Mantas. Direkt im ersten Level schon ein Bossfight. Wie auch schon in Porto Doro. Hat zu tun mit diesem blauen Schleim, den ihr hier seht. Dieser blaue Schleim ist übel. Denn dieser blaue Schleim macht einen Elektroschock, der uns Leben abzieht. Was nicht angenehm ist. Deshalb machen wir erstmal schön viel davon weg. Ich werde jetzt nicht alles wegmachen, weil sonst sitzen wir hier morgen noch dran. Zum Glück gibt es diesen Wirbler. So, alles weg hier, alles weg, 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 weg. Das passiert. Das sollte nicht passieren. Aber zum Glück ist da ja auch nur eine Münze. So, befreien wir die beiden erstmal, dass die das überlebt haben. Du hast mich gerettet. Danke, mein Kamerad. Oh, danke. Eine blaue Münze direkt. Kriegen von ihm jetzt auch noch eine blaue Münze. Vielen Dank, Mario. Du hast mich gerettet. Ja, auch nochmal. Ist ja cool. Von beiden eine blaue Münze. Finde ich gut. Na egal, die Münze ist jetzt unwichtig. So, da oben müssen wir eigentlich auch nicht. So, die Münzen, die da sind, solltet ihr euch aufheben. Die solltet ihr jetzt noch nicht nehmen. Hat einen ganz speziellen Grund. So, und jetzt mal, machen wir erstmal hier sauber. Wie schaffen die das? Wie schafft er das, da so stehen zu bleiben? Und da hätte ich auf die andere Düse wechseln sollen. Hab ich aber nicht getan. Wie schafft er das, da zu stehen, ohne zu versinken? Ich sollte mich nach einem neuen Job umsehen, oder? Ja, kommt drauf an. Wenn dir das Spaß macht, dann sollst du es vielleicht weitermachen, aber... Das musst du entscheiden. So, machen wir nochmal die Treppe hier sauber. Eigentlich kann man ja sagen, das ist eigentlich unnötig, was ich hier mache, dass ich hier alles sauber mache, weil ja gleich wieder alles dreckig gemacht wird. Aber egal, es ist doch eine deutliche Erleichterung, wenn man sich hier schon mal ein bisschen Vorarbeit leistet. Und auch wenn da jetzt mal ein paar Minuten drauf gehen, kann man da ja nichts machen. So, aber ich denke mal diesen Bereich hier noch und dann geht es zum Kampf. So, ich glaube, da ist noch eine blaue Münze da in diesem Blumenbeet. Nee, nicht. Vielleicht erst in einem anderen Level. So. Dann wollen wir mal uns stellen. Oh, das wird übel. Das wird übel. Bei ihm hier. Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fähig aus. Hör zu, alles hat am Mittag angefangen. Dieses Manta-Ding tauchte auf. Es war hauchdünn, wie ein schwebender Schatten.
Es bedeckt das Hotelfundament mit diesem Elektroschleim. Dann, oh nein, mein schönes Hotel, das arme Gebäude. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf, aber wo ist mein Hotel? Was soll ich nur tun? Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... Ah, es kommt zurück, das Ende ist nah. Unternehmt etwas. Und schaut euch das Ding an. Ist das nicht übel? Ja, wie soll man das Ding besiegen, bitte? Es hat keinen Körper, nur einen Schatten. Ja, natürlich mit Wasser, wie denn sonst? Oh oh, es kommt näher. Bespritzt du es mit Wasser, teilt es sich. Und das ist der Schlüssel zum Sieg. Wir müssen ihn in mehrere kleine... Oh oh, sind das viele, alter Schwede. Weg hier. In mehrere kleine Mini-Dinger aufteilen. Oh. Das ist einer der übelsten Bosse meiner Meinung nach. Es teilt sich in kleinere Ziele auf. Und je kleiner sie werden, desto langsamer werden sie. Bis jetzt läuft es doch mehr als gut, meiner Meinung nach. Also ich kann mich mal erinnern an Durchläufe aus meiner früheren Zeit, wo ich deutliche Probleme habe und unser Wasser ist, geht den Bach runter. Aua. Aua. Oh. Oh, Wasser. Aua. Oh. Das war knapp. Jetzt dachte ich doch beinahe, es geht. Da erzähle ich von, ja, läuft doch ganz gut und dann stehe ich beinahe vor dem Tod. Sollte ich vielleicht drüber nachdenken, das zu lassen. So, Münzen. Hier kommen sie nicht hin. Und einen getroffen. Alter. Wo seid ihr? Da drüben. Boah, Alter, was die hier schon alles angelegt haben. Worauf die es angelegt haben. Was macht die alle hier drüben? Ich glaube, das könnte sogar der letzte große schon sein. Ja, jetzt werden sie rot. Das bedeutet, sie haben es jetzt nur noch auf eine Person abgesehen. Und das sind wir. Ja, wir haben sie wütend gemacht. Oh oh. Puh. Kann nicht schaden, sich ab und zu mal zu verstecken. Aber wir kriegen sie. Ja, ich denke, wir schaffen das hier. Boah, Alter. Boah. Das ist ja mal geil. Der magische Kreisel. Nimmt ja gar kein Ende mehr.
Aua. Boah, Alter. Wir haben es gleich geschafft. Es sind nicht mehr viele. Ich glaube, das ist der letzte, den wir da hören. Na naja, gut, das sind doch noch ein paar. Aber ich glaube, das müssen die letzten sein. Diese vier. Noch drei. Noch zwei. Noch einer. Und der schafft es, mich dann doch noch zu schlagen. Du bist tot. Und das war's. Alter. War das meine Action hier. Boah. Vielleicht hat man so erkannt, dass ich ein bisschen leiser war. Alter. Und was für ein Hotel, das da rauskommt. Boah. Aber dass ich beim ersten Versuch geschafft habe. Vielleicht in meiner Vorarbeit. Das sah aber auch das öftere Mal doch knapp aus. Und was sagst du dazu? Fantastisch, du bist großartig, du bist mein Held. Ich habe mein Personal losgeschickt, das Ding loszuwerden. Ich kann es nicht glauben, dass du es geschafft hast. Was für ein Ding? Egal. Nicht weiter stören, die Insignie. Ach ja. So, und den 30. möchte ich jetzt auch noch haben. Und den werden wir auch noch holen. Aber welcher wird es sein? Piazza Delfino. Ja, ist jetzt ein bisschen so eine Frage, wie viele blaue Münzen haben wir denn? 7. Ist jetzt so eine Frage, weil ich stehe eigentlich in jeder Welt vor so einem blöden Geschicklichkeitsparcours und bei der etwas fortgeschrittenen Zeit habe ich eigentlich so gar keine Lust drauf. Was machen wir jetzt? Doch, jetzt weiß ich noch, welchen Stern wir holen können, aber das ist nur so ein Randstern. Den kennt man eigentlich hier eigentlich relativ fix. Aber gut, ich glaube, dann haben wir alle 30, ne? Ja, haben wir natürlich. Nämlich da dieses Tor. Das meinte ich natürlich, denn hier haben wir auch nochmal eine Insignie. Und Sternnummer, Insignie Nummer 30. Haben wir schon ein Viertel aller Insignien im 9. Part, denke ich mal. Bin mir jetzt nicht sicher. Und da haben wir sogar noch die Raketendüse, die wir jetzt noch holen können. Und das heißt, wir können nochmal 3 Insignien freischalten, was gut ist. Und sogar auch noch die letzte Welt. Ja. So. Aua. Drück endlich dieses blöde Ding raus. Ich sagte, rück das blöde Ding raus. Den überhaupt? Ich sehe ja gar nicht. Geht doch. Mist, ich war kurz davon, den Raketensprung auszuprobieren. Geht doch. So.
Der erste von den Sternen, die wir jetzt kriegen, befindet sich auf dem Leuchtturm. Nämlich unter diesem komischen Zeichen. Wo wir eine starke Stampfattacke drauf machen müssen. Eine heftige Stampfattacke. So. Geheimstern. Geheiminsignie. Nummer 1. Die wir jetzt noch im Rest des Parts holen werden. So. Ja. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ja. So. Die zweite Geheiminsignie befindet sich auf diesem Gebäude. Nämlich diese Glocke da, die ihr da jetzt so gerade so kurz gesehen habt. Ach, Mario. Geht doch. So, die müssen wir jetzt erstmal sauber machen. Also von diesem schwarzen Geschmiere befreien. Um wieder ihre Klangfähigkeit zu geben. Warum das wohl nicht klappt, habe ich keine Ahnung. Damit da eine Insignie kommt. Die ja ganz oben ist. Und das war schon wieder nix, Mario. Geht doch. Und nochmal da hoch. Geht doch. Vielen Dank. Geheiminsignie Nummer 2. Und es gibt noch 2 zu holen. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, also sollte es sich bitte beeilen. So, Geheiminsignie Nummer 3 befindet sich da. Und zwar ist es auch eine Glocke. Geht sie sauber? Ja, sie geht sauber. So, und das ist eine weitere Glocke, die auch nochmal eine Insignie verbirgt. Diesmal aber nicht ganz oben, sondern ganz unten. Naja, nicht ganz unten, aber so ziemlich unten. So, und zu der kommt man, indem man diesen Gullideckel hier verwendet und dann den Weg zurückgeht. Geht doch. So, und damit fehlt uns nur noch eine geheime Insignie. Ja, wunderschön. Nummer 33 ist wunderbar. Diese geheime Insignie befindet sich da, nämlich die Porta Sol. Das Wahrzeichen der Insel. Hui, aber das hat nicht funktioniert. Das auch nicht. Gut, dann erstmal da lang. So. Und dann da. Geht doch. Gut, so will ich es doch sehen. So. Und die kann man natürlich auch nochmal sauber machen, diese riesen Insignie. Eigentlich müsste ja jetzt unser Spiel erfüllt sein, da die ja wieder sauber ist. Aber leider nein. Wäre ja auch zu einfach. So, nach langem Hin und Her haben wir dann endlich alles offen.
Ja. Wow, hat funktioniert. Hier seht ihr nochmal den Zugang zur letzten Welt, aber ich will ja erstmal nur diese Insignie haben. So, mit 34 Insignien würde ich sagen, beenden wir erstmal diesen Part hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ciao.